Herzlich willkommen, liebe Gäste, herzlich willkommen, liebes Podium. Vielen Dank fürs Kommen und auch vielen Dank für die bisher schon sehr aufschlussreichen Beiträge, die teilweise schon Fragen anreißen, die wir auch gleich noch weiter besprechen werden. Mein Name ist Silke Hohmann, ich bin Redakteurin beim Kunstmagazin Monopol in Berlin und wir sind zusammengekommen, um die Frage zu bearbeiten, wie private Sammlungen und öffentliche Häuser zusammenarbeiten können, ineinander greifen können. Der Anlass ist dieses sehr geglückte Beispiel der Schenkungssammlung Hoffmann, die hier im Haus zu sehen ist und die ich auch empfehle im Anschluss, falls Sie es noch nicht getan haben, sich noch mal anzuschauen, vielleicht irgendwann zwischendrin oder an einem anderen Tag. Wir sehen natürlich nicht die ganze Arbeit und die ganzen Prozesse, die eine solche Schenkung und auch eine solche Ausstellung bedeuten. Und ich freue mich darauf, gleich ein bisschen hinter die Kulissen mit Ihnen zu schauen aus verschiedenen Perspektiven. Dieses Beispiel ist ja ein sehr lebendiges Beispiel, da alle Akteurinnen und Akteure auch da sind und dabei sind. Nicht alle sind hier anwesend, aber es ist sozusagen schön, dass man quasi am lebenden Objekt diese Fragen bearbeiten kann. Eine dieser Akteurinnen, die wichtigste nach Erika Hoffmann selbst, ist Marion Ackermann. Marion Ackermann ist Kunsthistorikerin mit einer großen Expertise in der Gegenwartskunst und auch in der Zusammenarbeit mit Sammlerinnen und Sammlern über viele Jahre. Sie fing an am Münchner Lehnbachhaus in der Grafischen Sammlung, übernahm dann als jüngste Museumsleiterin das Kunstmuseum Stuttgart, und zwar zu einer Zeit, als Museumsleiterin oder Direktorin noch nicht dieselbe Selbstverständlichkeit hatte, wie das heute vielleicht zum Glück der Fall ist. Das galt auch noch 2009, würde ich sagen, als sie die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen übernahm. Seit November 2016, inzwischen seit 5 Jahren, ziemlich genau, ja, ist sie Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Ein Verbund von 15 Museen, der, glaube ich, weltweit einzigartig ist. Und mit ihrem Antritt zusammen fiel eigentlich die Schenkung Egidio Mazzona, ist das richtig? Das ging eben auch Hand in Hand, eigentlich ein Coup für Dresden, diese Sammlung der Avantgarde, die einzigartig ist, nach Dresden zu holen, für das sie dem Sammler einen fantastischen Standort eigens in Aussicht stellen konnten, der nächstes Jahr eröffnen wird, das sogenannte Blockhaus. Interimshalber kann das Archiv aber auch jetzt schon gesehen und besucht werden im japanischen Palais. Marion Ackermann ist es aber eben auch gelungen, und deswegen sind wir hier, die Sammlung Hoffmann nach Dresden zu holen. Sie ist der Grund, warum wir jetzt hier darüber sprechen, wie das Sammeln und das Schenken und das öffentliche Ausstellen ineinander greifen können. Seit 2018 befindet sich die Privatsammlung zunächst in Teilen, wenn ich das richtig weiß, schon in den staatlichen Kunstsammlungen Dresden, die Sammlung von Erika und Rolf Hoffmann. Es sind 1200 bedeutende Werke seit den 1960er Jahren bis in die Gegenwart. Erika Hoffmann selbst sagt über Marion Ackermann, sie sei furchtlos, begeisterungsfähig und voller Ideen. Schön, dass Sie hier sind. Neben mir sitzt Fabrice Ergot. Er ist aus Paris zu uns gekommen und er leitet das Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris seit dem Jahr 2006. Es ist ein städtisches Museum. Es liegt gegenüber oder eigentlich direkt am Palais de Tokio, das einige Gegenwartskunstfans möglicherweise auch ganz gut kennen. Es ist ein Gebäude, das quasi spiegelverkehrt sich entspricht. Die beiden Häuser haben eine kooperative Nachbarschaft, aber sie hängen nicht unmittelbar miteinander zusammen. Palais de Tokio ist staatlich und ihr Museum ist städtisch. Fabrice Ergot war vorher unter anderem am Centre Pompidou in Paris und am Museum für moderne Kunst in Straßburg. Das MAM oder MAM oder Musée d'Art Moderne de Paris hat eine Sammlung von rund 15.000 Werken aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Er selbst ist neben vielen anderen Dingen ein Experte für
deutsche Kunst der Nachkriegszeit, kann man so sagen, glaube ich. Insbesondere für die deutschen Maler und Bildhauer Georg Baselitz, Markus Lüpertz und Joseph Beuys. Dass er im französisch-deutschen Grenzgebiet zweisprachig aufgewachsen ist, ist aber dafür nicht der Grund, sondern seine Überzeugung, dass die deutsche Kunst innerhalb der europäischen Kunstwelt nach 1945 eine exponierte, eine ganz besondere Stellung einnahm. Und er sieht hier, oder er sah damals als Student der Kunstgeschichte, haben Sie mal irgendwo gesagt, dass sie in dieser Kunst nach 45 in Deutschland den Geist der französischen Avantgarde von Delacroix oder Monet im Grunde fortgesetzt sahen, also in den USA und in Deutschland. Daher ihr spezieller Fokus auch eben ins Nachbarland. Vielleicht bin ich auf der Suche nach dem verlorenen heroischen Geist der Avantgarde, haben Sie auch einmal gesagt, als, auch darüber gesprochen, wie Sie Radikalität und Qualität suchen und wie Sie auch finden, dass das einander bedingt, dass Radikalität und Qualität unmittelbar zusammenhängen. Und das ist etwas, das Fabrice Ergot unter anderem eben bei Georg Baselitz gefunden hat und sich zur Aufgabe gemacht hat, ihn in Frankreich bekannt zu machen. Das ist ihnen wirklich gelungen, denn Georg Baselitz wurden kürzlich eben allerhöchste Ehren in Frankreich zuteil. Er ist als Mitglied im Institut de France aufgenommen worden und das war, glaube ich, auch in den Medien nicht zu übersehen, ein großer Moment. Zu meiner Rechten sitzt Julia Stoschek. Julia Stoschek ist eine Ausnahmekunstsammlerin, die mit gerade einmal 30 Jahren begonnen hat, gezielt Kunst zu sammeln. Heute ist ihre Sammlung, die Julia Stoschek Collection, eine der größten privaten Sammlungen für zeitbasierte Medienkunst. Anfangs haben wir, glaube ich, von Videokunst gesprochen. Heute ist auch in Ordnung. Heute sagt man zeitbasierte Medienkunst. Ihre Sammlung ist mit wechselnden Ausstellungen seit 2007 in der Julia Stoschek Collection in Düsseldorf präsentiert. 2016 eröffnete ein zweiter Ausstellungsraum in Berlin. Von den Anfängen der Videokunst in den 1960er und 70er Jahren bis hin zu ganz aktuellen Arbeiten, die quasi aus dem Atelier mehr oder weniger kommen, Sammeln Sie, widmen sich dem bewegten Bild, nicht nur in Form von Ausstellungen, sondern auch mit Vermittlungsprogrammen, mit Artist-Talks, auch als Forschungsstätte. Ihre Bibliothek mit mehreren tausend Publikationen zur Gegenwartskunst und das Sammlungsarchiv stehen Fachpublikum zur Verfügung. 2019 wurde das Curatorial Research Residency Program von der Julia Stoschek Foundation gegründet, aufstrebenden Kuratorinnen die Möglichkeit gibt, mit der Sammlung zu arbeiten und eine Ausstellung zu machen, zusammen mit dem Bard College und seit neuestem auch mit der Städelschule in Frankfurt am Main. 2017 gründete sich die Julia Stoschek Foundation und vor kurzem wurde der Stiftungsbeirat bekannt gegeben, dem unter anderem Udo Kittelmann, Chrissy Iles oder der Künstler Arthur Jaffer angehören. Julia Stoschek ist auch in den Corona-bedingten Schließungen sehr aktiv gewesen, hat sich selbst vor die Kamera gestellt und in ihrer menschenleeren Sammlung Führungen veranstaltet für ein interessiertes Publikum und hat immer eigentlich großen Einsatz gezeigt, die Verbindung auch zu den Menschen nicht abreißen zu lassen. Und was auch damit zu tun hat, dass sie natürlich als privates Haus andere Auflagen, anderen Dingen sozusagen sich nur unterordnen mussten oder weniger unterordnen mussten als die öffentlichen Häuser. Im kommenden Jahr feiert die Julia Stoschek Collection 15. Geburtstag im Februar. Auch Ihnen danke fürs Hiersein. Die erste Frage, es ist ja so, wenn wir über private Sammlungen und über öffentliche Häuser reden und man betrachtet das so aus der Ferne, könnte man denken, es handelt sich um ein irgendwie Schwarz-Weiß-Verhältnis, ein bisschen plakatives, so hier haben wir einerseits das luxuriöse Hobby von vermögenden Einzelpersonen mit einem bestimmten Privatgeschmack und auf der anderen Seite haben wir die öffentlichen Häuser, die im Grunde viel zu wenig Etat haben, um aus eigener Kraft ihre Sammlungen weiter fortzusetzen. So einfach ist es natürlich nicht, so einfach war es auch nie
Und wir wollen ein bisschen schauen, wo vielleicht die Differenzierungen sind, wo auch produktive Kräfte oder wo auch eben Konflikte entstehen. Marian Ackermann, Sie haben zwei bedeutende Sammlungen nach Dresden geholt. Wie überzeugt man Sammler, ihre Kunstschätze nach Dresden oder in ihre Hände zu geben? Wie gehen Sie vor? Ja, danke für die erste Frage. Ich kann vielleicht ein bisschen weiter ausholen, weil es hat ja in meinen früheren Stationen auch noch andere Sammlerinnen und Sammler gegeben und ich könnte jetzt fast schon so persönlich eine Typologie schreiben. Bernhard Maas hat ja auch in seinem wunderbaren Vortrag eben nochmal betont, dass jeder Fall immer ein Einzelfall ist. Aber was ich möchte vielleicht nochmal auf Düsseldorf eingehen und Dorothee Fischer. Also die Sammlung Konrad und Dorothee Fischer, also das große Archiv, konnte ich eben in die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen bringen. Und das war ein Fall, wo wir wirklich viele Jahre, mindestens 5 Jahre, in einem permanenten Austausch darum gerungen haben. Sie um ihr Loslassen, ich darum, eine für ein staatliches Museum akzeptable Form zu finden. Und als ich dann plötzlich durch einen Zufall politisch eine größere Summe zur Verfügung gestellt habe, habe ich ihr sagen können, jetzt oder nie. Und sie hat tragischerweise genau in diesem Moment ihre Krebsdiagnose gehabt. Und so haben wir dann in 5 Tagen zueinander gefunden. Und das war so ein Momentum. Und ihre Kinder zum Beispiel waren so glücklich, dass diese Klärung auch noch möglich war, dass sie es selber noch vollenden konnte. Es ist, jeder Fall ist komplett anders. Und natürlich geht es immer auch um Menschen. Es geht um Institutionen, um Sammlungen, Konvolute von Kunstwerken, aber dann geht es auch um Menschen, die sich begegnen. Und es ist immer auch ein intensiver, elementarer Prozess, das sich aufeinander einlassen und auch ringen um Positionen. Bei Egidio Mazzona und bei Erika Hoffmann ist in beiden Fällen dieser Prozess ja noch gar nicht abgeschlossen. Das ist ja auch gut, es ist ja immer ein offener Prozess. Und wir haben heute schon viel über die Sammlung Hoffmann gehört. Jedes Projekt, was wir machen, ist wie eine Versuchsanordnung. Und wir wissen, die größte kritische Beobachterin sitzt in Berlin. Und Erika Hoffmann ist ein unglaublicher Geist. Und sie steht immer ein bisschen als eine Instanz. Also da ist es das Publikum und es ist die Sammlerin. Und in diesem kollektiven Prozess, das ist ja was sehr Zeitgenössisches, dieses Arbeiten im Kollektiv. Diesen kollektiven Prozess, der manchmal möglicherweise anstrengender ist, als wenn es einen Kurator gibt, der selbst machen kann, was er möchte, lassen wir uns darauf ein, das auszuhandeln. Und das kann auch mal so sein. Wir hatten, als wir die Ausstellung in Prag hatten zum Beispiel, haben einige Positionen, die von dem dortigen Team ausgewählt wurden, da waren die etwas distanziert. Da haben gesagt, wir hätten das nicht ausgewählt. Aber gerade deshalb war es gut, sich einzulassen, weil am Ende etwas ganz anderes herauskam, als jeder von uns vielleicht selber aus seiner eigenen kuratorischen Haltung heraus intendiert hätte. Und nehmen wir noch mal als drittes Beispiel den Sammler Egidio Mazzona. Da ist es nun ganz klar so, dass die öffentliche Institution, in diesem Fall auch mit einem eigenen Gebäude, einen Ordnungsrahmen bietet. Weil dieses, also Archiv, ich habe es mal gesagt, das ist auch ein wildes Archiv, er sammelt Nachlässe, man weiß zum Teil gar nicht, was man auspackt noch aus den Kisten. Und dieses Gegenüberstellen von sagen dieser Kraft, auch diesen Potenzialen auch von einer Überfülle, einem fast unerschöpflichen, mit einem ordnenden Prinzip des Museums, wo ganz andere Kriterien angelegt werden. Wir müssen Provenienzforschung betreiben, wir müssen die Dinge klären, wir müssen sortieren, wir müssen sie für die Öffentlichkeit aufbereiten, ist ein extremer, also ist ein wirklicher Kontrast. Und das ist auch nicht immer einfach, aber es ist auch eine Riesenchance für den Sammler und es ist eine Riesenchance für das Museum, weil es dort auf einen Schlag etwas schafft, wozu ein Leben gar nicht ausreicht, um es zu bewältigen und auszupacken. Es ist so groß, so unerschöpflich, dass man eben ganz stark für die Zukunft arbeitet. Dennoch habe ich das Gefühl, dieser geglückte Moment des Aufeinanderzugehens hat auch mit äußeren Faktoren zu tun, die man möglicherweise gar nicht so stark selber
beeinflussen kann. Sie sprachen eben vom Freiwerden von Geldern, die Sie plötzlich in eine bestimmte Position bringen. Gleichzeitig haben Sie, wenn ich das richtig weiß, ganz gut das geschafft, Erika Hoffmann auch auf eine Art anzusprechen, die ihr auch lag, also sicherlich auch zwischenmenschlich, bin ich ganz sicher, aber Sie haben eben auch gemerkt, dass es eine Hinwendung zu Dresden schon mal gegeben hatte, also dass Dresden sowieso schon mal Thema war beim Ehepaar Rolf und Erika Hoffmann. Wie haben Sie das, wie sind Sie da, sind Sie konkret auf Frau Hoffmann zugegangen? Also das kam eigentlich durch die Gespräche mit Egidio Mazzona, dass sie neugierig beobachtet hat, was passiert da. Aber es war natürlich, baut es auf, sie wollte, würde ich das deuten, auch das Werk von ihrem Mann Rolf und ihr selbst vollenden. Das war ja auch immer mit einer Traurigkeit verbunden, dass das Dresdner Projekt damals gescheitert ist. Und für mich war das vielleicht etwas, noch mal ganz kurz, Entschuldigung, das Dresdner Projekt, dass wir das noch einmal... Ja, ich kann es vielleicht noch mal kurz einbetten. Also es war so, dass nach der Wiedervereinigung diese Familie, die ja im Rheinland eben ansässig war, gesagt hat, wir müssen uns engagieren. Wir müssen uns engagieren für Deutschland nach der Wiedervereinigung. Und ursprünglich wollten Rolf und Erika Hoffmann zunächst nach Leipzig gehen und sich dort engagieren. Da waren aber ja schon einige Familien, Oetker und andere, aktiv. Und dann haben sie sich in dieses Dresden verliebt, mit diesen historischen, überbordenden Sammlungen, und haben gesagt, dann gehen wir nach Dresden. Und hatten sich auch mit anderen Sammlerfamilien zusammengetan und wollten eben Dresden unterstützen mit zeitgenössischer Kunst. Und hatten dann Frank Steller, der ein ganz wichtiger Künstler in ihrer Sammlung ist und auch Rolf und Erika Hoffmann freundschaftlich sehr verbunden war, gefragt, ein Museum zu entwerfen. Ein verrückter Bau. Hätte man ihn bloß gebaut, es hätte Dresden so gut getan. Und dann gab es dann hat der Stadtrat sich einstimmig dafür ausgesprochen, aber im Land gab es dann eine Kampagne über die Frau des damaligen Ministerpräsidenten. Es sind keine Menschen aus dem Osten, die diese Kampagne, sondern es war vom Westen eigentlich, dass Dresden eine Stadt des Barock sei und die zeitgenössische Kunst dort nicht zu suchen habe und so weiter. Es kam jedenfalls dann nicht zustande, und dann haben sich die beiden in Berlin niedergelassen und dort engagiert. Aber es kam auch der Moment, wo Erika Hoffmann für sich festgestellt hat, jetzt braucht es Berlin vielleicht nicht mehr so wie vor 20, 25 Jahren. Berlin hat viele Sammlungen, es floriert, es ist lebendig, und hat dann sozusagen den alten Gedanken wieder aufgenommen, um das zu vollenden, das Projekt. Und es hat vielleicht auch, ich würde schon sagen, dass eine bestimmte Art der Hinwendung zur Kunst diese Nähe auch zwischen ihr und mir hergestellt hat. Vielleicht auch das weibliche Element bei dem Titel Adam, Eva und die Schlange nicht ganz zu vernachlässigen. Also es gibt bestimmte Sammler, die selbst zum Beispiel nur männliche Künstler gesammelt haben und wo doch eine bestimmte Art von Sammeln vorherrscht. Also mir war dieses abgründige Sammeln von Erika, wo sie eben auch Zwischentöne gesammelt hat und nicht auf den Erfolg im Markt geschaut hat, wo viele Positionen dabei sind, die auch aus osteuropäischen Ländern kommen, die 50% weibliche und 50% männliche Positionen in ihrer Sammlung hat. Und selber natürlich auch dieses, sie lebt ja auch mit ihren Künstlern und Künstlerinnen. Also sie hat sie oft begleitet auf Reisen. Es ist ja so eine absolut existenzielle Hingabe zur Kunst und den Künstlerinnen und Künstlern. Und das war mir total nah. Und das war vielleicht auch mit einem Grund. Fabrice Ergott, Ihr Museum geht wie so viele Museen, das darf man nicht vergessen, auf Schenkungen zurück. Es war, glaube ich, im Jahr 1953, dass Maurice Girardin Ihnen ein großes Konvolut aus Werken gegeben hat, also nicht Ihnen persönlich natürlich, sondern dem Haus, und darauf baute das dann langsam auf. Und Sie sind jetzt schon lange da, und in den vergangenen 15 Jahren, auch unter Ihrer Ägide, wurden dem Haus, so wenn ich das richtig weiß, 800 Werke geschenkt. Seit Sie da sind. Wie machen Sie das? Wie bahnen Sie solche Schenkungen an? Ich bin sicher, es hängt sehr stark, es ist sicherlich sehr divers und sehr verschieden, je nach Sammlung, auch je nach Persönlichkeit. Aber würden Sie sagen, es gibt eine Sache, die eigentlich immer Voraussetzung ist, damit das passiert? Es ist immer, danke für die Frage, aber es ist immer dieselbe Sache der Beziehung mit dem Sammler. Und
Es ist, jede Geschichte ist eine andere Geschichte, aber wir haben immer das Gefühl, dass das Museum das gute Ort ist für einen Teil oder die Sammlung, die sie da haben. Und das ist, und diese Beziehung ist natürlich immer so eine, sie fühlen sich im Grunde, dass man die Sache liebt. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und, das, und dadurch ist es für uns wichtig, zum Beispiel, wenn wir Ausstellungen machen, wir bekommen jetzt in den nächsten Wochen so eine sehr wichtige Sammlung von Annie und Joseph Albers, von der Stiftung Annie und Joseph Albers. Und die waren sehr froh, dass die Ausstellung so gelungen ist und dass das so gut funktioniert hat. Und dadurch haben sie das Gefühl, dass das Musée d'Art Moderne der Stadt Paris dass der Platz ist, für diese Arbeit zu zeigen. Und das ist immer diese Beziehung, die so auf so ein richtiger, ja, fast eine, und diese Beziehung gehen oft in die Richtung einer Freundschaft, muss man sagen. Das ist immer so, es ist aber sehr menschlich immer und sehr, und immer im Ziel, dass wir dann für die Zukunft arbeiten. Das ist sehr wichtig, dass man das so eine Vision hat für die Jahre, wo man auch nicht mehr selbst als Museumsdirektor da sein ist oder da sein kann, aber dass man das für die Zukunft macht und dass das Museum im Grunde ist so, neben die, eine Privatsammlung, eine Sache, die dann immer da sein wird. Dann ein Museum, das ist natürlich das Wichtigste, ein Museum kann die Sache nicht verkaufen oder es gar nicht geben. Die Sachen gehören zum Museum im Prinzip für die Ewigkeit. Und es gibt ja Gerichte dafür, dass sie das richtig hüten. Und dieser Prinzip ist natürlich sehr wichtig. Und haben Sie das Gefühl auch, dass Ihre Sammlung oder Ihr Teil oder das Werk, das Sie geben, das gehört dann zu der Geschichte für die Ewigkeit. Das Geschichte des Museums, aber auch die Geschichte der Kunst. Und das ist und diese Frage oder dieser Punkt, dass wir zusammen die Kunstgeschichte aufbauen mit einem Museum. Und das Kunstgeschichte ist ja immer etwas sehr offen. Es gibt ja mit gegenwärtiger Kunst, aber auch für Kunst des Ende 20. Jahrhundert und von 21. Jahrhundert sind die Sachen noch sehr offen. Und das zusammen aufzubauen, ist auch eines, was sehr, das bringt sehr viel Begeisterung. Mhm. Und diese Begeisterung haben wir als Museumsdirektor und teilen wir mit den Sammlern, die das so sehen, die dann so eine Vision haben, die ein bisschen weitergeht als ihre eigene Person. Und das funktioniert immer, das ist immer sehr angenehm und das macht man immer sehr, ein sehr glücklicher Weg, muss ich sagen. Nimmt man denn alles an, was man geschenkt bekommt? Nein, überhaupt nicht. Und man kann auch sagen, dass lieber das oder das. Aber wir haben auch, ich weiß nicht, wie es geht in Deutschland, aber wir haben ja auch Kommission in Frankreich. Das heißt, man hat immer, wenn jemand ein Geschenk macht, muss man natürlich das begründen und sagen, warum man das gut findet oder nicht. Und alle Schenkungen sind nicht, es gibt sehr viele. Und man muss auch sagen, mehr und mehr Fälle, wo man sagt, nein, wir haben auch jetzt Probleme mit Reserven, ja. Und das ist auch ein Punkt, der jetzt langsam kommt. Das heißt, man muss jetzt mehr und mehr sich konzentrieren. Aber man kann natürlich auch sagen, dass nur ein Teil der Schenkung akzeptiert sein könnte. Und das ist kein Problem. Weil es ist ein Problem, aber man kann es handeln, dass es kein Problem sei. Aber ab und zu ist es ein Problem, ja. Das war noch für wenige Tage sogar, eine Sammlung, Privatsammlung, die wollte uns eine wichtige Sache schenken von einer Künstlerin, das war Ethel Adnan zum Beispiel, die gerade gestorben ist. Und mit der Arbeit wollte sie einen großen Teil von einer anderen Künstlerin schenken. Und dann hat die Kommission gesagt, nein, das geht nicht. Die andere Künstlerin hat nicht das Niveau von Ethel Annan. Und dann hat die Schenkerin, weil die hat gesagt, nein, oder nehmen Sie alles oder nehmen Sie nichts, aber ich kann das nicht teilen. Und da haben wir dann, hat es dann nicht funktioniert. Und ich glaube, es war auch gut so. Mussten Sie darauf verzichten? Ja, es ist nicht automatisch. Es ist richtig eine Beziehung und die Beziehung geht auch grundsätzlich über die Kunst und über die Qualität. Und Sie sind natürlich auch dazu angehalten, Ihre eigenen Kriterien dann auch zu öffnen und zu sagen, ja, unsere Bedingungen sind so und so. Das ist ja auch ein bisschen der öffentliche Auftrag. Ja, man muss ganz transparent sein darüber. Ja. Julia Stoschek, Sie haben zwei Standorte, Berlin und Düsseldorf, seit
fast 15 Jahren jetzt. Was können Sie mit Ihren beiden Sammlungspräsentationen und mit Ihrer Sammlung und mit Ihren Ausstellungen, die Sie machen, möglicherweise besser als ein öffentliches Museum? Also ich glaube, wir machen gar nichts besser. Wir sind eine Privatsammlung und unterscheiden uns natürlich von der öffentlichen Institution, die einen völlig übergeordneten Bildungsauftrag hat. Übrigens dieses Klischee-Denken, was Sie am Anfang erwähnt haben, also da sitzt jemand mit einer Privatsammlung, der seinem Hobby frönt, und auf der anderen Seite, wie gesagt, die öffentlichen Institutionen. Ich glaube, das ist völlig überaltert. Ich glaube, dass gerade Privatsammlungen so auch wie meine eine Lücke schließen können. Wir haben uns spezialisiert, oder ich bin spezialisiert auf Medienkunst von 1960 bis heute und haben wirklich jetzt europaweit eine der wichtigsten Mediensammlungen. Das könnte, glaube ich, ein öffentliches Haus gar nicht leisten. Aber für die Zukunft, glaube ich, ist es eine tolle Zusammenarbeit mit Institutionen, was wir auch schon machen, und können da wirklich innerhalb der Museumslandschaft, also ich sehe das immer als Addition, wirklich auch Lücken schließen. Und so verstehen wir uns auch. Und ich habe mich nie in Konkurrenz gesehen mit einer öffentlichen Institution, überhaupt nicht. Und insofern machen wir nichts besser. Es ist, wie gesagt, es ist eine Privatsammlung und mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, Ausstellungen zu machen. Was wir vielleicht können, wir haben natürlich nicht so einen langen Planungshorizont. Wir planen eigentlich immer von einem Jahr aufs nächste, sehr kurzfristig, sehr schnell, sehr unbürokratisch, können natürlich sehr schnell auf aktuelle Themen auch eingehen. Das macht natürlich wahnsinnigen Spaß und sind natürlich da vielleicht etwas schneller im Handlungszeitraum, würde ich sagen. Aber besser machen wir gar nichts, wir sind einfach nur ein bisschen anders. Haben Sie, Sie haben gerade den übergeordneten Auftrag erwähnt, haben Sie denn sich selbst vielleicht auch so einen Auftrag gestellt? Absolut. Also das Thema Bildung und Vermittlung liegt mir wahnsinnig am Herzen. Und ich glaube, ich kann schon behaupten, wir haben da auch wirklich ein einzigartiges Programm für eine Privatsammlung mittlerweile. In Düsseldorf an unserem Stammsitz ist es so, dass der Eintritt für Studentinnen und Studenten und Schüler komplett frei ist, auch die Führung und die Vermittlung. Und wir haben vor 2 Wochen einen sehr besonderen Forschungsraum eingeweiht. Das hatten Sie auch gerade gesagt. Der ist übrigens nicht nur für ausgewählte Besucher, sondern der steht wirklich jedem offen, der zu uns kommt, weil immer nur 30% maximal der Sammlung überhaupt on Show sind. Kann man jetzt nach Düsseldorf kommen und das ist ein ganz toller Raum mit einem riesigen Computer und da kann man sich alle Arbeiten angucken in voller Länge, in bester Qualität mit der Präsenzbibliothek, wo wir mittlerweile über 4000 Bücher und Kataloge zu allen Künstlern der Sammlung zusammengetragen haben. Und da kann man wirklich so eintauchen in die Sammlung. Also selbst wenn ich zu Hause bin, nutze ich das, weil das einfach fantastisch ist. Und das ist großartig. Dann haben wir das Curatorial Residency Program, wo wir jetzt eben mit dem Bard College zusammenarbeiten und auch mit dem Städel und ja, Kuratorinnen aus graduierten Studiengängen und Kuratoren die Möglichkeit geben, nicht nur theoretisch zu arbeiten, sondern wirklich mit unserem Sammlungsbestand Ausstellungen zu machen. Wir arbeiten mit der Kunstakademie in Düsseldorf jetzt mit einem speziellen Programm zusammen und auch in Berlin. Und das Programm möchte ich noch weiter ausbauen. Also das ist ein großes Thema Bildung und Vermittlung. Und wir stellen die gesamte Sammlung online. Das war unser Corona-Projekt. Mhm. Wir konnten natürlich im kleinen Kreise weiterarbeiten und haben gesagt, ich will alles online stellen mit Zustimmung der Künstler, ohne Bezahlschranke, forever, mit einem Kopierschutz. Und das ist natürlich toll. Dieses Medium, bedingt durch seine Reproduzierbarkeit, bietet es an. Die Künstler sind begeistert. Dieses Zugänglichmachen von Medienkunst, und irgendwann wird es so sein, dass jeder auf der ganzen Welt zu jeder Uhrzeit die gesamte Sammlung, zumindest am Computer, sich anschauen kann. Das ist ein großes Projekt. Viele große Dinge, die Sie anschieben und auch gerade dieses Öffentlichmachen der Sammlung, der einzelnen Arbeiten, das kann man, glaube ich, gar nicht. Das ist sehr bemerkenswert, denn man weiß ja auch, wie schwer das ist, Videokunst irgendwie jetzt im Internet oder so, das ist nicht so einfach. Und Sie, ja, vielen Dank, dass Sie das mal ansprechen, weil ich werde ja auch oft mal nach einem Etat gefragt. Ich kann Ihnen sagen, dass der Ankaufsetat für meine Sammlung deutlich geringer ist als der Etat, den ich habe, um 2 Ausstellungshäuser zu betreiben und die Kunst zugänglich zu machen. Wow. Und zwar um ein Vielfaches. Also wenn ich jetzt das alles irgendwie kaufen würde und im Storage oder im Freilager irgendwo lagern würde, wäre die Sammlung auf jeden Fall bedeutender. Aber dann würde sie eben keiner sehen können. Aber klar. Sie ja. Sind ja also stark identifiziert natürlich mit Ihrer Sammlung, auch in der Öffentlichkeit. Julia Stoschek Kunstsammlung, Sie sind ja auch Unternehmerin. Ist das jetzt eher hinderlich oder eher ein Vorteil?
als... Also ich glaube, die Leitung einer Foundation und von zwei Ausstellungshäusern, die erfordert schon auch eine gewisse Managementaufgabe und so ein betriebswirtschaftliches Studium, das schadet eigentlich nie. Die Kunst selber habe ich nie unter Investitionsgesichtspunkten gesehen, überhaupt nicht. Also natürlich gibt es einen gewissen Versicherungswert, das lassen wir auch manchmal überprüfen, aber das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also ich habe Kunst nie als Spekulationsobjekt verstanden. Da würde man auch viel cleverer sammeln als das, was ich gerade sammle. Also das kann ich Ihnen auch ganz klar sagen. Nee, das war einfach immer Liebe und Leidenschaft und diese absolute Begeisterung für diese Kunstgattung. Ja. Marian Ackermann, Sie haben sehr gute Bedingungen geschaffen für die Sammlung Hoffmann und auch für die Sammlung Mazzone, das Archiv der Avantgarde. Räumliche, personelle haben wir auch schon mitbekommen und auch natürlich ganz generell mit Ihrer Expertise. Sie schreiben Forschungsstipendium aus und so weiter. Dennoch wird die Sammlung Hoffmann in Dresden nie als Einheit gezeigt werden. Das haben wir vorhin auch schon gehört. Wie kommt das eigentlich? Warum eigentlich nicht? Es wäre ja doch nach außen hin möglicherweise, weiß ich nicht, ob das vielleicht mehr Strahlkraft hätte, als zu sagen, das ist hier überall so ein bisschen mit drin. Naja, es ging, wie ich vorhin eingangs sagte, schon darum, dass Erik Hoffmann gesagt hat, es geht nicht um mich als Person. Ich möchte nichts haben, wo groß mein Name draufsteht, sondern ich möchte zurücktreten hinter die Kunstwerke. Und die müssen selbst sich behaupten. Dass wir aber ja nicht von Zeit zu Zeit auch diese Verdichtungen und diese Gesamtpräsentation machen können, wie wir es ja glücklicherweise jetzt hier machen können und auch bei uns im Frühjahr gemacht haben, jeweils immer mit einer Auswahl, was sind ja 1200 Werke, die kann man ja sowieso nicht in einem Raum gleichzeitig zeigen, das steht uns ja immer frei. Also wir können sowohl in den eigenen Häusern, also Albertinum wäre das, oder auch woanders, ja immer wieder von Zeit zu Zeit so eine Bestandsaufnahme machen. Mhm. Aber es geht natürlich auch darum, wie bleibt so eine Sammlung lebendig? Also ich sage jetzt mal 100, 200, 300 Jahre nach uns, wir haben ja, wir sagen ja immer selbstbewusste, wir Museen haben die Ewigkeit. Mhm. Und das, was Bernhard Maas vorhin so analysiert hat, eben diese Weichenstellen, dieses zu Lebzeiten, eben diese Perspektivierungen zu schaffen. Deshalb Erik Hoffmann absolut schonungslos, offen, analytisch auch mit ihr, sich selbst und ihrer Biografie getan. Sie hat gesagt, so, bis 80 möchte ich es geregelt haben, bis 85 möchte ich noch aktiv sein in Berlin und dann möchte ich es komplett loslassen und es an Dresden übergeben. Also so dieses komplett sachliche, sich selbst auch nicht so wichtig nehmen, sondern gucken, wie kann sie auch für ihre Kinder, also wie kann sie die Perspektiven schaffen und für... Auch wir sind ja voller Demut und sagen, auch wir werden ja nicht ewig dort sein, es werden Personen nach uns kommen. Also was kann man tun, damit so eine Sammlung lebendig bleibt? Und das ist je nach Sammlung ja auch wieder ganz anders. Ja, du mit der Sammlung Werner in Paris, das wird dauerhaft überhaupt eine Aufmerksamkeit für deutsche Kunst in Frankreich eine ganz andere Rolle spielen, als es vielleicht früher der Fall war. Bei Mazzone ist es nochmal ganz anders, weil es ist ja ein Forschungsinstitut auch, ein Archiv, wo man sowohl regional eine Lücke schließt, weil eben das 20. Jahrhundert nicht mehr da ist, die Avantgarden des 20. Jahrhunderts, als auch versucht, vielleicht in Analogie mit dem Getty, jedenfalls in Ansätzen, überhaupt so etwas zu schaffen wie ein großes globales Archiv, was es in Deutschland gar nicht gibt. Mhm. Und das ist nochmal ein anderer Fall, aber auch da ist durch diese Weichenstellung, sagen sich loslösend von der privaten Sammlerfigur, etwas geschaffen worden. Aber es ist natürlich, wenn ich das noch ansprechen darf, vielleicht das ist natürlich auch nicht ganz ohne Reibungen, weil also das Spannungsverhältnis, was bei Mazzone eine ganz wichtige Rolle spielt, ist, dass er diese Sammlung, dieses Archiv aufgebaut hat, geprägt von der Konzeptkunst. Er ist nach Düsseldorf gezogen, in die Nähe von Konrad Fischer, der sein Vorbild war, und hat eigentlich immaterielle Kunst, er hat Ideen, er hat geistige Konzepte gesammelt. Und dann eben zum Beispiel die Einladungspostkarten als das
materialisierte Produkt einer Konzeptausstellung. Heute aber, im Laufe der Jahrzehnte des Sammelns, hat er ein geradezu fetischhaftes Verhältnis zu den materialisierten Stücken der Sammlung. Und diese Spannung für uns hochinteressant, also sozusagen aus der musealen Perspektive, diese Spannung ist schon ein Widerspruch oder ist eine Spannung einfach. Und die jetzt wiederum zu überführen in eine museale Arbeit, bedeutet, dass wir auch mit Immateriellem und Materiellem, mit Präsenz und Absenz ganz stark arbeiten werden. Und das ist für das Museum eine echte Herausforderung. Genauso bei Erika Hoffmann, die ja, wie wir so schön in den Eingangsvorträgen gehört haben, auch eigentlich sehr viel Kunst gesammelt hat, die ephemer ist, die sich auflöst. Was bedeutet das für ein Museum? Ja, wir haben lauter Werke, die in 100 Jahren nicht mehr da sind. Das ist ja komplett gegen unseren Auftrag des Bewahrens gerichtet. Es sei denn, man deutet Bewahren so schön wie hier als Bewahrhaltung. Also beide fordern uns total heraus und bringen uns irgendwie an den Rand unserer Definition. Aber das ist natürlich toll. Also, und genauso, wenn man jetzt Julia Stoschek's Sammlung nimmt. Also Julia hat uns zum Beispiel vorgemacht, was für Räume man schaffen muss, um Medienkunst zu präsentieren. Sie war die Erste, die in Düsseldorf Räume geschaffen hat, jenseits von Blackboxes, die als Räume angenehm waren, bis hin zu jedem Detail. Also private Sammlungen können eben auch diese Radikalität einlösen, die du angesprochen hast, indem sie sich konzentrieren auf einen bestimmten Ausschnitt und das vorantreiben in einem Maße, wie wir es gar nicht könnten in dieser Radikalität. Und deshalb sind sie so wahnsinnig wichtig, weil sie uns auch immer wieder wie so ein Stachel in Frage stellen. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, dieser Prozess, dieses sich damit auseinandersetzen. Denn ich sage vielleicht noch als letztes, Entschuldigung, ich will nicht so lange sprechen, aber als letztes noch diese ethischen Komponenten, mit denen wir heute auch konfrontiert sind so sehr. Also wir müssen die Provenienzforschung für jedes einzelne Stück betreiben. Wir müssen fragen, wo kommt das Geld her? Wir müssen fragen, wie sind die rechtlichen Bedingungen des Erwerbens der Sammler selbst und so weiter. Die machen es unheimlich anstrengend. Ich habe hier in Düsseldorf den Fall auch erlebt mit dieser großartigen Schenkung Kandinsky-Malevich. Und dann habe ich gesagt, ich nehme die Schenkung an, vorbehaltlich einer Provenienzforschung und auch Echtheitsprüfung, das gehört ja zur Provenienzforschung dazu. Und dann ist durch unsere innovativen technischen Mittel wirklich herausgekommen, dass das Gemälde eine Fälschung war. Also auch das gehört dazu, diese Schmerzen, die dann auch in so einem Prozess entstehen können, weil wir eben als Museum diese Aspekte natürlich auch extrem streng anlegen müssen. Und das alles gehört zu diesem wahnsinnig interessanten Dialog zwischen Sammlern und öffentlicher Institution dazu. Fabrice Ergott, in Frankreich gibt es das Modell, dass Privatmuseen große staatliche Unterstützung bekommen. Sie entstehen mit Förderungen eben neben den öffentlich finanzierten Häusern, mit viel Aufmerksamkeit, mit großer medialer Beachtung auch oft. Ich denke an die Bourse de Commerce von François Pinault oder die Fondation Louis Vuitton von Bernard Arnault. Schafft das eine Konkurrenzsituation und ist das eher ein Problem oder ist das eher produktiv? Beides, würde ich sagen. Das heißt, es ist natürlich eine Konkurrenz und wenn Sie zum Beispiel eine Ausstellung machen wie bei Louis Vuitton, die Bruder-Morozov-Ausstellung, die jetzt gerade die Bruder-Morozov, ja. Das ist diese russische Privatsammlung vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Ende 19. und Anfang 20. Jahrhundert und die haben das, die zeigen jetzt das in die Fondation Vuitton und die kosten so eine Ausstellung für uns, als Museum und sogar für das Centre Pompidou, die mehr Geld haben als wir im Musée d'Art Moderne, das können wir uns heute nicht mehr leisten. Und das ist schon eine Konkurrenz. Aber dann müssen wir dann andere Wege finden und es ist dann produktiv, weil man muss dann kreativ sein und Künstler zeigen, die oder Wege machen mit Ausstellungen, die vielleicht nicht die großen Namen sind oder die große Sammlung sind und die nicht so viel kosten, aber die auch auf Interesse der Kunst und Interesse der Kunstgeschichte oder die neue Kunst etwas für das Publikum bringen, das auch dieselbe Qualität sein könnte. Und das ist natürlich sehr, es ist wie ein Challenge für uns. Das hat schon, das Spiel ist schon anders. Und jetzt haben wir in Paris da diese zwei Privatsammlungen, die Orten sind sehr schön, die haben sehr viel Geld, die haben
fast, müssen das Geld überhaupt nicht zahlen. Das heißt, alles ist perfekt in die Details, im Licht, in die Architektur. Und die können alle Bilder haben, denn sie, von wo sie möchten, wenn es kosten, ist kein Problem. Aber dann müssen wir uns etwas anders, eine Alternative bringen und auch das Geiste des Museums, natürlich unseres Museums, behalten. Und das ist natürlich schon nicht mehr so einfach, wie es war für 20 oder 30 Jahre. Weil es war vielleicht auch nicht sehr einfach, aber jetzt muss man schon richtig nachdenken, was man machen kann, was interessant ist und welche Künstler zeigen und Künstler, die auch vielleicht auch nicht Künstler, die diese große Privatsammlung sind, aber auch nebendran oder die auch nebendran und auch sehr interessant sein können. Teilweise die Arbeit ist ein bisschen anders jetzt durch diese Privatsammlung. Sie sagen, es gibt da kaum Limits nach oben, aber dennoch gibt es eben diese staatliche Förderung noch. Können Sie uns erklären oder können Sie uns beschreiben, was die kulturpolitische Idee dahinter ist? Für den Staat? Ich glaube, das ist eine interessante Frage, denn ich glaube nicht, dass es auf der Seite der Kultur, der staatlichen oder städtischen Kultur, ein Denken von dieser Privatsammlung es richtig gibt. Das heißt, die sehen das mehr als so eine private Initiative und die haben ja auch, die sind ja eine starke Präsenz. Das heißt, zum Beispiel Louis Vuitton, die machen jetzt eine, das sieht man jetzt überall in Paris, aber es kann auch sein in der Welt. Man sieht dann ein Modell, das auch eine Schauspielerin ist, vor ein Bild von Richter, Gerhard Richter. Und das ist so ein Plakat für Gerhard Richter, aber es ist ein Plakat für eine Tasche von Louis Vuitton. Mhm. Und das heißt, dass dieser Weg, die Kunst dann zu zeigen, es gehört jetzt in eine Welt, die teilweise in die Sammlungen ist, aber auch teilweise in die Mode und teilweise auf dem Markt ist. Das ist das große Markt. Und das ist schon etwas, das die staatliche, in Frankreich, glaube ich nicht, dass das heute schon gedacht ist als etwas, wo man das positioniert. Mhm. Das ist sehr neu und das geht auch sehr schnell. Und man sieht schon, dass die Kunstwelt sich bewegt dadurch. Das heißt, auf der anderen Seite sind es diese sehr reiche Sammlungen, sehr reiche Leute, sehr wichtige Namen, wie die größten Künstler, Blue Chips, wie man sagt in Englisch. Mhm. Und dann auf der anderen Seite müssen die Museen dann etwas anders machen. Und sie können auch nicht ganz auf die Seite sein. Die können nicht auch ohne Blue Chips arbeiten. Oder haben sie kein Interesse mehr von der Presse zum Beispiel oder sogar vom Publikum. Mhm. Aber das bewegt sich heute, ja. Und es ist auch nicht, ist auch gut, es ist anders. Es ist eine richtige neue Situation. Man kann vielleicht sagen, dass das generelle Interesse für Kunst in der Breite einfach erstmal gestärkt wird dadurch. Durch diese große Aufmerksamkeit. Also das hat man zumindest schon mal. Ja, aber es ist richtig, aber ich weiß nicht, ob es richtig ist in Zahlen von Publikum. Mhm. Es ist mehr da in der Gesellschaft, aber ob es mehr Leute gibt, die in die Museen gehen, bin ich nicht sicher. Ja, interessant, das ist nämlich nicht dasselbe, das stimmt. Ja, ja. Und für die staatliche, das heißt für die Regierungen, habe ich das Gefühl, dass sie auch das Gefühl, dass auch ein bisschen gefährlich ist für uns in den Museen, dass zum Beispiel das Minister der Kultur oder Herr Macron denkt, dass vielleicht Paris, es gibt ja überall Kunst hier in Paris, Paris ist sehr aktiv, es gibt diese Privat- und diese Museen, aber für das Publikum ist das ziemlich dasselbe. Das heißt, es gibt keine richtige, die man keine Differenz zwischen privat und öffentlich. Und dann haben vielleicht ist das Gefahr, dass die öffentlichen Regierungen sagen, ja, die Kunst ist ja da, die Museen sind ja da, alles ist ja sehr aktiv, wir brauchen nicht mehr so viel Geld geben für die Museen. Mhm. Und das ist dann vielleicht ein richtiges Gefahr, dass man das Gefühl hat, dass es keine Lücke gibt, dass es keine Hunger mehr gibt für Kunst und dass das das Minister der Kultur, die Direktion des Affaires Culturelles bei uns in Paris sagt ja auch final, es geht ja genug Kunst in der Welt heute. Man muss nicht mehr so viel machen. Mhm.
Und dann gehen die, haben wir schon das Problem zu sehen, dass wir dann ein bisschen anfangen, Probleme zu haben. Ja. Mit der Finanzierung. Julia Staschek, nehmen Sie finanzielle Förderung entgegen? Gibt es irgendwelche Stellen, wo die öffentliche Hand und Ihr Engagement irgendwie auch gegenseitig ineinander greifen? Also unser Forschungsraum in Düsseldorf, der ist vom Land Nordrhein-Westfalen jetzt unterstützt worden. Das war unsere erste Förderung, über die wir sehr dankbar sind und uns auch sehr, sehr freuen. Ansonsten habe ich bisher noch keine staatliche Förderung bekommen. Ich höre natürlich zu, wie es in Frankreich wohl der Fall ist. Ist natürlich interessant. Mir ist es bisher nicht zugekommen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ich zumindest in gewisser Art und Weise vielleicht bei der einen oder anderen Stelle ein bisschen Unterstützung bekäme. In Berlin ist es noch etwas schwieriger als im Land Nordrhein-Westfalen hier. Deswegen, also Düsseldorf ist unser Stammsitz und da werden wir auch bleiben für immer, das kann ich schon sagen. Ob es auf Dauer das Richtige ist, in Deutschland zwei Standorte zu haben, das weiß ich nicht. Das muss ich mich auch immer wieder fragen. Die Welt ist global und vielleicht muss die Sammlung nochmal woanders hin, ins Ausland, aber vielleicht auch in eine andere deutsche Stadt, die sich vielleicht etwas mehr bemüht darum. Also da bin ich noch immer sehr offen für viele Gespräche. Ja, in der letzten Zeit war ja auch, oder das ist jetzt, glaube ich, so ein knappes Jahr her, da war auch zu lesen, dass Sie sich mit Ihrem Engagement von Ihrem Standort Berlin, für den Sie sich ja voller Enthusiasmus entschieden hatten, im Grunde nicht ausreichend gewertschätzt fühlten mit Ihrer Arbeit dort. Dann ist man Ihnen, glaube ich, ist so ein bisschen auf Sie zugegangen. Was hat sich seitdem getan und vor allen Dingen, was wird sich noch tun? Also ich bin ja immer sehr optimistisch und was natürlich mich einfach auch für den Berliner Standort immer oder mich sehr stärkt, auch dort zu bleiben, ist, dass wir eine sehr hohe Besucherzahl haben. Wir haben bis zu 50.000 Besucher in Berlin. Im Vergleich Düsseldorf? 20, ja. Und es ist natürlich ein wahnsinnig internationales Publikum, während wir in Düsseldorf dieses gewachsene Bürgertum haben. Also ich möchte das gar nicht so gegeneinander aufrechnen. Das ist nochmal, das Düsseldorf ist unser Stammsitz und das, daran wird auch nicht gerüttelt, das bleibt. Und wir sind aber einfach in der Berliner Kunst- und Kulturszene so gut verankert und haben da so eine Rückendeckung und so eine wahnsinnige Anerkennung auch von der Künstlerseite, dass mir es einfach wahnsinnig Spaß macht, auch in Berlin zu bleiben. Und wir sind jetzt in Verhandlungen mit meinem Vermieter, mit dem Bund. Und es sieht ganz gut aus, dass wir bis 25 vielleicht da bleiben können. Aber auf Dauer, wie gesagt, also 10, 15 Jahre, 20 Jahre, weiß ich nicht, ob zwei Standorte in Deutschland richtig sind. Mhm. Das, finde ich, muss man schon fragen. Und wie ich es gerade gesagt habe, die Welt ist so global. Und auch dieser Kunstzirkus, der dreht sich ja so weiter. Also ich meine, 18. bis 19. Jahrhundert Paris, dann war mal Köln, wissen wir, ein ganz wichtiger Standort, dann war es in den 80er, 90er New York, gerade rennen alle nach L.A., vielleicht ist irgendwann mal Asien ein wichtiger oder ist eigentlich schon Ort, um dort zu sein und ich glaube, mit einer Mediensammlung müssen wir einfach auch agil bleiben und das will ich auch und ich weiß noch nicht so genau, wo es uns hin verschlägt. Das heißt, Sie haben auch Lust drauf, da zu sein, wo es passiert. Ja, das finde ich schon spannend. Berlin ist so ein bisschen die Frage, ob das jetzt noch... Müssen wir mal gucken. Der Ort ist, wo es also passiert. Jetzt okay. Kurzfristig natürlich schon, aber für immer oder auf lange Sicht ist natürlich auch eine Frage, wie gesagt, wie geht man zukünftig mit einer Privatsammlung um. Ja. Mhm. Sie haben vorhin schon angesprochen, dass Sie ja ohnehin bereits hier in Nordrhein-Westfalen auch stark mit den öffentlichen Sammlungen zusammenarbeiten. Jetzt ohne das jetzt zu sehr auszuführen, aber es interessiert mich tatsächlich, wie sieht das aus? Was machen Sie da? Jetzt in NRW. Ja, oder generell in deutschen Museen, ich weiß ja nicht. Also ich weiß von wir haben natürlich einen enorm großen Leihverkehr und wir leihen natürlich unheimlich viel aus. Das nimmt wirklich jährlich zu und das ist eigentlich toll, weil wir können ja wie gesagt nur 30% des Sammlungsbestandes in beiden Häusern zusammen zeigen und das ist mir natürlich total wichtig. Ich sitze glücklicherweise in der Ankaufskommission der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Auch da macht es natürlich total Sinn, dass jetzt nicht zum Beispiel vielleicht eine Medienarbeit gekauft wird, die schon 5 Kilometer weiter bei mir im Haus ist. Mhm. Also da gibt es schon Kooperationen und Gedanken, sich zu überlegen, wie man das macht. Ja. Wie ist so eine Aufgabe als Sammlerin in einer Ankaufskommission? Was entscheiden Sie da?
Na, wir entscheiden in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, was eben jährlich angekauft wird. Und das betrifft ja alle Bereiche. Also vor allem die Medienkunst ist ja wie in der gesamten Kunstgeschichte noch die jüngste und die kleinste. Aber das ist einfach spannend für mich. Ich war ja in der Ankaufskommission des MoMAs für den Bereich Media und Performance, bin jetzt in der Ankaufskommission der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Das ist für mich ganz toll zu sehen, wie eben auch institutionelle und öffentliche Museumsarbeit funktioniert und was in Sammlungen aufgenommen wird. Und dann mitentscheiden zu dürfen, ist natürlich ein großes Privileg. Ich schätze das sehr und nehme das auch sehr ernst. Und freue mich, dass ich das mit aussuchen darf. Ja, das ist eine tolle Ehre. Das heißt, Sie bestimmen dann auch mit, welche Werke in Zukunft ins Museum kommen. Der Allgemeinheit gehören. Absolut. Allen. Ja. Diese Board-Tätigkeiten, Sie sind augenblicklich noch im LACMA. Im MoCA. Im MoCA, Entschuldigung, genau, in Los Angeles im Board und in New York im Whitney Museum. In einem Performance-Komitee. Das interessiert mich. Was heißt das? Also diese Board-Memberships, ich bin auch im Kuratorium der Nationalgalerie in Berlin und im Vorstand der Kunstwerke. Also das ist ja egal, ob jetzt Deutschland oder USA, betrifft ja nie das Ausstellungsprogramm. Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man das weiß. Aber es betrifft natürlich auch immer wieder Ankäufe in einzelnen Institutionen. Es betrifft natürlich eine Budgetplanung. Ganz klar sind vor allen Dingen Amerika natürlich Board Memberships auch immer mit einem finanziellen Beitrag verbunden, um Ankäufe fürs Museum durch das Board zu tätigen. Also das ist nicht nur, dass wir entscheiden, was das Museum ankauft, sondern wir finanzieren das auch mit. Das ist ganz klar. Können Sie dann sagen, also für Hito Steyer gebe ich was? Ja, genau. Das kann man so machen, ja. Okay. Aber es wird natürlich auch vom Museum an mich herangetragen. Also wäre es nicht schön, wenn du die und die Arbeit dem Museum schenken würdest, ja. Natürlich finanziell gekauft und dann sozusagen schenkst, genau. Mhm. Ja. Aber das ist in der Nationalgalerie auch nicht anders. Also das ist überall so, ja. Ja, interessant. Das sind Informationen, die bekommt man normalerweise nicht. Also das sind, Frau Ackermann, die beiden großen Sammlungen, die Sie nach Dresden holen konnten, wir haben gerade eben kurz über Berlin gesprochen, die waren ja ursprünglich auch, also hatten ja eigentlich erstmal eine Berliner Adresse und Berlin als so die Kunsthauptstadt der letzten Jahre. Sie konnten damit konkurrieren und Sie konnten das dann auch für sich entscheiden. Das Land Sachsen spielt dabei, glaube ich, auch eine große Rolle, oder? Das ist Sie haben es da mit einer Politik im Hintergrund zu tun, die die Kultur sehr gut behandelt, möchte ich mal sagen. Ja, das würde ich schon so sagen. Also vielleicht nochmal grundsätzlich, zwar sitzen natürlich sehr, sehr viele Sammler in Berlin, aber natürlich sind wir alle auch eine intensive Kunstszene. Also wir kennen uns natürlich alle ganz, ganz lange. Und zum Beispiel Heiner Pietsch und seine Frau ist ja auch sowohl in Dresden 45 gewesen bei dem Bombardement und hat auch nach Düsseldorf zu Werner Schmalenbach intensive Kontakte gehabt. Und das sind eigentlich so das sind so Dialoge, die man führt über mehrere Jahrzehnte eigentlich, die dann nicht unbedingt mehr nur so lokalisierbar sind nach Berlin. Natürlich hat Berlin ist jetzt Hauptstadt und hat ein tolles, vibrierendes, internationales Publikum und da passiert ganz viel. Aber ich will nur sagen, gerade in einem föderalen Land Deutschland mit dieser Vielfalt von Sammlungen und Kulturszenen hängt doch alles irgendwie ganz eng zusammen. Ja. Diese Bedingungen des Freistaats Sachsens, also das ist ja ein relativ kleines Bundesland und das Engagement sowohl national wie auch international in diesem Bundesland ist enorm. Was einerseits damit zu tun hat, dass es diese wahnsinnig tolle kulturhistorische und künstlerische Tradition hat, also zumindest seit 5 Jahrhunderten, seit der Gründung der Kunstkammer und dann Leipzig mit der bürgerlichen Tradition. Und das, bis heute spüren wir dieses Engagement auch aus Amerika und England und so, dass viele Sammler durch persönliche Bezüge oder nicht eher aus einer politisch-historischen Haltung heraus gesagt haben, ich möchte mich eigentlich in diesem Bereich engagieren, wo es am nötigsten ist, auch wegen der DDR-Geschichte. Das erleben wir seit
einiger Zeit und das ist toll. Und die Bedingungen sind so, das hängt natürlich auch immer von Menschen ab und von der jeweiligen politischen Konstellation. Und da ist es jedenfalls im Moment sehr gut und sehr einfach zu regeln gewesen. Allerdings bei der aktuellen politischen Situation, die wir haben, mit eben dieser starken Präsenz von AfD, auch nochmal verstärkt, jetzt öffentlich sichtbar geworden nach den Ergebnissen nach der letzten Wahl, kann man sich auch vorstellen, dass internationale Gegenwartskunst nicht unbedingt etwas ist, was von dieser politischen Seite gut befunden und unterstützt wird. Und wir haben also durchaus auch gerade bei der Sammlung Hoffmann im ländlichen Raum zu tun mit Bedrohungen durch den Dritten Weg und durch Identitäre. Also die Bedingungen, also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, die Bedingungen des Freistaats Sachsen sind von den Rahmenbedingungen her gut. Wir haben zum Beispiel keine Ankaufskommission, wir können sehr frei entscheiden. Also ich delegiere das an meine Direktorenkonferenz. Wir entscheiden im Kollektiv gemeinsam, 10 Direktorinnen, Direktoren und ich, über alle Ankäufe und Annahmen, also intern, und haben eigentlich dadurch viel Freiheit. Aber politisch ist es so, dass es ein echter Härtetest ist im Moment. Wenn Sie sagen Bedrohung, das ist ja ein weiter Begriff. Können Sie es konkretisieren? Können Sie ein Beispiel nennen? Ich kann es vielleicht mal, also eine meiner Kolleginnen hat es selbst ja erlebt. Wir hatten eine Kooperation mit einem Kunstverein oder einem Kunstraum im ländlichen Raum und dann wurde kurz vor der Eröffnung, gab es so einen Aufmarsch von Menschen, die sich so zusammengemobbt haben, muss man fast sagen, und die skandiert haben, Staatskunst, Staatskunst, Staatskunst. Dabei ist es ja gar keine Staatskunst, es ist ja eine private Sammlung. Und ihre Handys auf Video gestellt haben und alle nach vorne gestellt und gefilmt haben. Dann haben sich die Kollegen und unser Team in die gläsernen Räumlichkeiten zurückgezogen und dann wurden die Handys an die Scheiben gehalten und weiter skandiert und geklopft rhythmisch an die Scheiben. Und das besonders Erschreckende war, dass es 25 Minuten gedauert hat, bis die Polizei vor Ort war. Welche Kunst wurde denn da gezeigt? Also nicht, das war im Rahmen der Ortsgespräche der Sammlung Hoffmann. Und das ist und der welche dortige Werke waren zu sehen? Welche Kunst genau, das weiß ich jetzt nicht. Das können wir, aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, weil es wiederholt sich. Es ist sozusagen wie ein Prinzip. Also ja. Der dortige Leiter dieses Kunstraumes sagt, das erlebt er seit 2 Jahren permanent. Und das ist sozusagen diese beiden Kontraste haben wir, eine sehr kulturfördernde Situation eigentlich und auf der anderen Seite eben eine extrem gespaltene, aufgeregte, auch krasse Gesellschaft. Und da muss ich, so wie Erika Hoffmann sich das ja auch wünscht, die Kunst muss sich selbst behaupten und wir müssen sie schützen, dass sie sich behaupten kann. Also eigentlich ein wichtiger Auftrag, gerade an diesem Teil Deutschlands. Ja. Gute Kunst versetzt Menschen in ein anderes Denken, haben Sie gesagt, Fabrice Ergot. Deshalb ist Kunst auch immer wieder Angriffen ausgesetzt. Das ist fast ganz gut. Wünschen Sie sich für Ihr Haus auch weiterhin solche Kunst, die diesen Avantgarde-Gedanken, wegen dem Sie sich Baselitz und so weiter damals zugewendet haben, weiter voranträgt? Wo sehen Sie die neuen Avantgarden, die Menschen herausfordern? Es ist natürlich sehr schwer zu sagen, wo die Avantgarde richtig ist, aber man hat schon das Gefühl, man sieht schon, wo die Energie ist. Und die Energie ist nicht nur, weil es hat zu tun mit der Energie, aber es ist nicht nur bei den deutschen Künstlern, es geht auch natürlich, wir zeigen viele Sachen auch sehr anders, auch bei Minimalkunst, Konzeptkunst, das heißt immer noch, das geht immer noch weiter. Es gibt wahnsinnig viele, es ist auch sehr gut, dass es so viele Künstler gibt und so viel interessante Kunst. Aber wo sie bestimmt ist, das ist, kann man nicht sagen, die ist weltweit und ist überall. Man muss nur probieren, dann vielleicht diese interessante Sachen zu zeigen und es auch klar machen, was die Kunst bringt. Was für mich, für die Zukunft jetzt wichtig ist, ist mehr das zu mitteilen, das heißt das Erklären für das Publikum. Ich habe das Gefühl, dass man... Ich weiß nicht, wie es ist in Deutschland, aber es gibt in Frankreich zum Beispiel gibt es keine Kunst in der Schule. Wenn man in die Schule geht bis zum Abitur, hat man überhaupt keine Kunstgeschichte. Man lernt keine Kunstgeschichte. Ach ja?
Und das gehört nicht zu die Schule. Und das ist dann, man sieht schon, dass die Leute dann, man kann mit ihnen, wenn man seine Klasse kann man ins Museum gehen, aber das ist so, wie man so Sporthalle geht, so einmal im Jahr, so nur für, dass man etwas anders macht. Aber das gehört nicht so die Kultur. Mhm. Und ich glaube, dass die Museen immer mehr und mehr, sogar wenn sie sehr wichtige Sachen machen, schwierige Sachen machen, die schwer zu verstehen sind, immer mehr diese Vermittlung arbeiten. Ich glaube, das ist mehr, wir haben sehr viel. Die Sammlung ist groß, wir haben so ungefähr 15.000 Werke in der Sammlung und was ich jetzt richtig wichtig finde, ist, dass man dann richtig klar macht, wie die Geschichte sich aufgewickelt hat bis heute, mhm, und das dann die Leute erklären. Das ist fast mehr wichtiger für mich heute, das als neue Sachen zu kaufen oder, mhm, zu bekommen. Ja. Das machen wir natürlich weiter, aber ich glaube, das kann man nicht allein machen, das muss dann richtig seine Verpackung haben. Und ich glaube, diese Verpackung ist immer nötiger heute. Und man sieht, dass das Publikum ist, das haben wir gerade gesagt vorher, dass die Zahlen immer dieselbe bleiben. Sogar. Mhm. Und man ist nicht eine große Werbung ist für die Ausstellung, dass wir nicht mehr leisten können, mhm, wie Privatsammlung, wird es langsam kompliziert. Und dann, ja, man sieht das ja auch an den Besucherzahlen. Die erfolgreichen Museen in Deutschland zumindest sind eigentlich auch die sehr großen Marketing-Etat haben. Mhm. Das heißt nicht nur Plakate, sondern das heißt auch wirklich offensiv dieses Storytelling und die Geschichten drumherum, was ja im Grunde auch eigentlich erstmal gut ist, dass Menschen von so etwas dann auch erreicht werden, also dass es dann tatsächlich funktioniert. Wobei das natürlich auch nicht die Aufgabe der Museen in erster Linie ist, Werbung zu machen für sich selbst. Eigentlich sollte man es ja durch die Kunst machen. Das Konzept Museum ist nicht mehr so klar, als es war, glaube ich, heute. Und das ist, man muss das Konzept, glaube ich, jetzt wieder nicht neu entdecken, aber klarer machen für die Leute. Mhm. Und das hat natürlich auch, man sieht es auch mit dieser Covid-Geschichte, gibt es weniger Leute in den Museen. Ja. Wir haben viel Besucher, weil wir in Paris sind, aber man sieht schon, dass andere Museen weniger, in der Provinz, in Frankreich sind die Zahlen ganz unten. Mhm. Wir haben Glück, dass wir eine Touristenstadt sind. Und dann ist natürlich auch diese Social Medias und das ist auch eine Attitüde natürlich mit Kunst, die man hat das Gefühl, dass die Leute nicht mehr so stark in die Museen gehen brauchen zu gehen, wie es war für 50 Jahre. Thema Avantgarden noch mal ganz kurz. Julia Stoschek, haben Sie schon ein NFT gekauft? Nee. Haben Sie es vor? Habe ich noch nicht. Die werde ich auch immer gefragt. Das ist ganz spannend. Ich habe noch so ein bisschen inhaltlich Probleme. Mhm. Also mit Katzen mit wackelnden Schwänzen oder so Sonnenuntergang, das ist so, tue ich mir noch ein bisschen schwer. Aber klar, wir sind eine Mediensammlung und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Ich interessiere mich für den technischen Fortschritt. Das ist was ganz klar, was wir verfolgen. Und ich muss, glaube ich, noch ein bisschen warm werden damit. Der Johann König versucht mir seit Wochen, ein NFT zu verkaufen. Auf der Messe jetzt Art Cologne hat er mich da auch in seine Boost gezogen und so. Ich stehe noch davor, das Herz schlägt noch nicht so dafür. Aber wie gesagt, also das wird bestimmt passieren, vielleicht wenn wir uns das nächste Mal sprechen, ist es passiert, aber bisher noch nicht. Ich bin gespannt. Ja, man wartet noch so ein bisschen darauf, dass es einen so richtig inhaltlich überzeugt. Damit habe ich irgendwie noch Probleme. Ja. Aber wie gesagt, das wird bestimmt kommen und ich beobachte das sehr und das ist auf jeden Fall ein spannender Bereich. Noch vielleicht, wir sind schon ziemlich weit vorangeschritten mit der Zeit, vielleicht noch eine letzte Fragerunde nochmal zum Anfang und zum Grund, warum wir hier sind, zum Thema private Sammlungen. Ich würde mal behaupten, dass das Sammeln ganz unterschiedliche Motive und Motivationen hat, privat zu sammeln. Aber ich glaube, allen Sammlerinnen und Sammlern ist gemein das Gefühl, dass man nie fertig ist. Dass es im Grunde
ja eine Eigenart des Sammelns ist, dass man nie sagen kann, okay, jetzt, also es ist ja kein Panini-Album mit vorgestanzten Bildern, die man dann irgendwie mit dem Aufkleber zukleben muss und dann irgendwann ist es fertig, sondern es ist ja eher ja, einfach auch ein sehr dem Leben teilweise sehr naher Prozess. Wenn man, mich interessiert das in Bezug auf Erika Hoffmann jetzt auch nochmal, denn ich denke, dass das ein sehr großer Schritt ist, auch ein sehr großer emotionaler Schritt zu sagen, gut, jetzt ist es abgeschlossen und jetzt gebe ich es weg. Haben Sie diesen, waren Sie an diesem Prozess irgendwie auch beteiligt oder stimmen Sie überhaupt zu, dass es eigentlich wirklich vom Materiellen mal abgesehen wirklich die große Sache an sich ist, zu sagen, fertig, Sammlung kann gehen? Naja, wir beobachten, dass sie ja weiter sammelt. Also so ganz konsequent. Gut. Also ich habe vorhin versucht zu beschreiben, dass sie so einen sehr bewussten Prozess mit sich auch hat, auch dieses Loslassen, was großartig ist und glaube nicht alle Menschen so gut können. Sie ist sehr analytische und Schritt für Schritt. Aber so ganz konsequent ist sie nicht, weil sie hat jetzt wieder ganz tolle Werke erworben und hat dann zum Beispiel eine ganz tolle Fotoserie von einer Künstlerin, die in der Oberlausitz, diese Dörfer, die eben jetzt nicht mehr da sind und die ganze Region verändert sich ja, weil der Bergbau eben nicht mehr eine Rolle spielt und so. Und das eine Fotoserie erworben und vieles andere, ganz großartige Arbeiten. Und mal gucken. Also das gehört ja auch dazu, dass man dann auch nicht so konsequent ist. Ja, ja, wer will Sie daran hindern? Also, das ist ja auch toll. Fabrice Ergot, Sie haben natürlich, Sie bieten diesen großen historischen Raum in die Vergangenheit, aber natürlich auch in die Zukunft. Was bei Ihnen ist, ist safe. Das kann auch nicht weiter verkauft werden und das sichern das für die Nachwelt, ist eine große Verantwortung. Wenn Sie jetzt an die Privatsammlung, über die wir eben schon gesprochen haben, Pinault und Arnault, Louis Vuitton und so weiter, Post de Commerce denken, ist es bekannt oder was glauben Sie, sind die irgendwann sozusagen fertig und was glauben Sie, wo das in 40 Jahren möglicherweise sein wird? Schwer zu sagen. Und ich glaube, das hängt natürlich an die Leute, die das gemacht haben. Also das Modell, das Sie beide ja auch versuchen zu verhindern, ist, dass solche Konvolute oder solche tollen Sammlungen dann irgendwie parzelliert irgendwie auf dem Kunstmarkt verstreut landen. Mhm. Das ist natürlich eine Möglichkeit, ja. Das ist nicht die Möglichkeit, die nicht möglich ist, für Museen natürlich, aber es ist eine Möglichkeit. Aber das ist auch im Grunde, wenn die Welt so weitergeht, das heißt im Prinzip, wenn die Museen noch da sind in 50 Jahren, gehen normalerweise alle beste Werke in die Museen, in öffentliche Museen, wenn das Konzept von Museen noch in 50 Jahren noch eine Bedeutung hat. Weil wir hoffen nur, dass es noch da, dass die Museen noch da sein werden. Denn Museen gehören natürlich, ist ein Teil der Geschichte der Kunst. Die existieren ja als öffentliche Museen nur seit 200 Jahren, bei 250 Jahren. Es kann sein, dass eines Tages die Museen nicht mehr nötig sein, dass man nur noch privat sammelt oder vielleicht nicht oder nicht mehr sammelt. Das ist alles, das ist heute alles ein bisschen so in einer Evolution, wo man hat das Gefühl, dass die Zukunft nicht mehr so klar ist, wie sie war in der Vergangenheit. Ja. Julia Stoschek, machen Sie sich Gedanken? Machen Sie sich derartige Gedanken, was mit Ihrer Sammlung irgendwann einmal passieren wird? Ja, ganz klar. Also in 40 Jahren bin ich dann ungefähr so alt, wie Erika Hoffmann jetzt ist. Und die Sammlung hat dann ihr 55-jähriges Bestehen. So lang bleiben Sie auf jeden Fall schon mal da. Also wäre schon der Anspruch, ja, wenn es klappt. Also ich habe noch viel vor, ja. Aber natürlich, ja, also ich denke, wenn mein Sohn das nicht weiterführen möchte, wovon ich mal nicht ausgehe, wäre schon eine Schenkung auch an eine Institution auf jeden Fall, denke ich, die Zukunft dann, um das wirklich dann für immer zu sichern und dann auch für die nächste Generation zu erhalten. Also das, ich denke, das wird dann wohl so sein. Und den richtigen Moment sieht man einfach dann. Also ich lasse mir noch ein bisschen Zeit. Ja, vielleicht noch allerletzte
gar keine Frage, aber nochmal zurück auf die Ausstellung, die wir hier im Haus haben, die wir hier in Teilen auch vor uns haben. Wenn Sie, Frau Ackermann, mit so einer Sammlung, der Sammlungsschenkung Hoffmann, auf Tour gehen, dann ist das ja auch so ein bisschen, einerseits vergrößert sich nochmal der Kreis der Menschen, die in den Genuss kommen, das zu sehen. Das ist natürlich ganz schön und sicherlich auch im Sinn der Schenkerin. Zugleich ist es ja auch so was wie eine kleine Promotion oder so eine kleine Werbtour zu zeigen, auch vielleicht in Richtung anderen Sammlern oder Menschen, die Kunst besitzen, zu zeigen, so kann man das dann machen. Wir haben einerseits eine tolle Adresse für Sie und wir haben andererseits auch die Möglichkeit, irgendwie nach außen zu gehen und das tatsächlich den Radius total zu vergrößern, anders als das eine, als man das als Privatperson könnte. Ja, also diese, natürlich, also in dem Sinne, dass wir diese Haltung von Erika Hoffmann als ein Modell zeigen, wie man sammeln kann, wie man leben kann, wie man schenken kann, das ist ein ganz schöner, sagen wir, Nebeneffekt auch dieser Ausstellung hier. Und wir sitzen ja vor dieser Arbeit von Felix González Torres und auch wenn es so lieblich aussieht, hat es ja einen ganz harten Hintergrund auch. Ja, der Künstler war ja an AIDS erkrankt und er wusste, dass er sterben würde. Und es ist sein Körpergewicht, was dann sagen die Goldbonbons nehmen sein Körpergewicht auf. Und die Idee war, dass er fortleben kann, er kann überleben, er kann ewig leben, indem immer wieder die Möglichkeit besteht, an allen Orten der Welt diese Arbeiten aufzubauen. Die Menschen nehmen die Bonbons, lutschen sie, verinnerlichen sie und tragen sie weiter. Also ein virales, das ist nach Corona nicht mehr so positiv besetzt, aber sozusagen schon im doppelten Sinne virales System. Also so dieser Glaube an die unglaublich intensive Wirkung von Kunst. Und gleichzeitig ist damit ja auch verbunden, dass man eigentlich Kunst gar nicht als Eigentum haben kann. Also gerade Felix González Torres führt ja diesen großen Freiheitsbegriff in seinem Werk. Eigentlich kann man, die Frage ist ja, geht das überhaupt, dass wir Eigentum haben können an Kunst? Ich bin eigentlich der Meinung, nein. Kunst gehört eigentlich allen und man muss sie auch immer wieder freilassen. Und von daher ist das, was jetzt hier in der Bundeskunsthalle Bonn gezeigt wird, wirklich ein unglaublich tolles Modell dafür, worin die sprengende Kraft jeder Kunst bestehen kann und dieser Freiheitsbegriff und dass es eben darum geht, dass alle Menschen in Genuss davon kommen. Ein besseres Schlusswort kann ich jetzt auch nicht formulieren. Ich möchte mich bedanken fürs Zuhören, ich möchte mich bedanken fürs Hiersein, das war sehr interessant und sehr aufschlussreich. Ich möchte Sie einladen, sich ein Bonbon zu nehmen. Vielleicht machen wir einfach mal den Anfang, oder? Sehr gerne.